Lieber Ulrich Sollmann, lieber Körperleser, Tag. Zum Hallöchen. Zum siebten Teil, glaube ich, wenn ich mich erzählt habe, unserer Gesprächsreihe. Und es ist die heiße Phase vor Wahlen und da möchte ich einfach dich fragen, oder damit einsteigen zu sagen, das muss ja irgendwie einen Unterschied machen, dass man überhaupt davon redet. Heiße Phase, kalte Phase, wie auch immer. Wie macht sich das bemerkbar vielleicht auch? Also eben in der Präsenz von Betroffenen oder auch in der Präsenz von Diskussionen und von der ganzen Kommunikation drumherum. Was ist die heiße Phase? Was meint man da eigentlich? Ja, die heiße Phase will ich unterscheiden von der kalten. Die kalte ist, normaler Politikbetrieb, da passiert irgendwas, das lese ich dann in der Zeitung oder gucke mir das im Fernsehen an oder kriege berichtet über einen Freund in Social Media und dann ist es vorbei. Mhm. Das heißt, das nimmt man so wahr und das ist wie Unterhaltung. Mhm. Heiße Phase heißt ja kurz vorm Wahlkampf oder kurz vor einem wichtigen großen Ereignis oder nach einem großen Ereignis. Das heißt, da liegen die Nerven blank. Das heißt, da ist, einige würden sagen, vielleicht da ist Stress und ist ja klar, wenn der Politiker gewählt werden will im Wahlkampf, dann hat der Stress an der Buchse, wie wir sagen im Ruhrgebiet. Das heißt, das ist sichtbar, aber es ist nicht Stress, weil das Phänomen ist ja auch, betrifft ja alle Menschen in der Gesellschaft. Weil die Menschen, also die Bevölkerung, diejenigen, die wählen wollen, sollen, werden, die kriegen ja auch mit, ständig durch die Plakate, durch die Diskussion, durch die Medien und. Die werden ja nicht bombardiert, aber die werden doch überflutet mit irgendwelchen Meinungen. Da können sie sich gar nicht zurückhalten. Das heißt, innerlich, ob man das und wie stark man das selber merkt, ist eine andere Geschichte. Aber man merkt dann doch, es steigt so ein gewisser Erregungslevel. Dass man an den Plakaten vorbeifährt und sagt, ach, schon wieder. Oder, oh, das ist aber neu. Oder, oh, der hat aber gesagt, gut, da muss ich doch mal eben reinhören. Das heißt, dieser leicht erhöhte Erregungspegel, der ist in einer heißen Phase kennzeichnend. Und der betrifft die Politiker und die Bevölkerung. Das ist also ein Kennzeichen. Und jetzt ist es natürlich so, was passiert unter Umständen, wenn Menschen erregt sind? Sich zu erregen, erregt zu werden oder erregt zu sein, ist zunächst ein ganz grundsätzlicher, basaler körperlicher Vorgang. Ja. Man merkt irgendwas im Bauch oder die Beine zittern oder ich fange an zu schwitzen. Das sind physiologische Stressphänomene, könnte man sagen. Aber das ist schon auch ein Zeichen, was das Erleben angeht. Da passiert was in mir und ich habe das nicht unter Kontrolle. Das ist so, klar, angespannt, eine besondere Zeit, könnte man sagen. Aber es ist ja nicht nur eine besondere Zeit wie beim Fußballspiel, wo ich in der Nordkurve oder in der Südkurve bin und mich freue oder mich ärgere. Und am Ende kann ich ein bisschen diskutieren und trinke mir dann ein Bier und dann ist es wieder gut. Es ist ja anders in einem Wahlkampf. Da wird ja über das Geschick der Zukunft entschieden. Und in besonderen Wahlkämpfen wie jetzt, hier in den drei Ostländern, geht es ja wirklich um eine bedeutsame Wahl, die für die Länder wichtig ist, aber auch für die kommende Bundestagswahl. Also das heißt, da geht es ja wirklich um was. Das heißt, die Erregung ist natürlich deutlich mit Emotionen verbunden. Und je mehr Erregung ist, desto intensiver ist natürlich auch das Gefühl, was man hat, das Erleben, in dem man steht. Das heißt, wenn ich die Plakate sehe oder und ich reg mich auf oder ich sehe einen Politiker und bin begeistert, dann bin ich nicht begeistert, sondern ich bin besonders begeistert, weil die Erregung ja nicht in dem Sinne kontrolliert wird, sondern die trägt ja meine Begeisterung. Also ohne die Erregung würde ich nicht begeistert sein oder mich empören können. Das heißt, diese Erregung ist ja ein ganz wichtiges Mittel, was dem ich nicht entgehen kann. Und jetzt, wenn ich dann erregt bin und empört bin und verroht bin in meiner Sprache und in meinen Angriffen, die ich dann platziere an irgendeinen Gegner, also gegen Menschen oder eben gegen Politiker, sind ja auch Menschen, aber oder eben, wenn ich begeistert bin, dass ich Befürworter und Freunde und Sympathisanten hole. Das heißt, und dann ist natürlich in der jetzigen Zeit etwas, dass Menschen nicht mehr vertraut sind, mit Erregung umzugehen. Das heißt, die haben keine Container, die haben keine Korrektive oder keine, ich sag mal, außenstehenden, in der Wissenschaft würde man sagen, Referenzpunkte, an denen man merkt, oder ein Mensch, der einen sagt, Mensch, schau mal, mach mal halblang. Es ist nicht so schlimm. Es ist schlimm, dass wir darüber reden. Aber, und dann könnte Reflexion beginnen. Das heißt, je mehr Erregung einfach durchbricht, desto weniger Reflexion ist möglich. Und die Reflexion brauchen wir aber
gerade in den heutigen Zeiten. Das heißt, die Frage ist, wie kann man in einer heißen Zeit Vertrautheit unterstützen? Ich will es mal so sagen. Weil Menschen sind ja reflexionsfähig, zeigen ja viele Beispiele. Sonst würden wir ja im Chaos landen. Also das, sozusagen diesen Versuch, fast was Widersprüchliches irgendwie in Verbindung zu bringen. Du hast in einem Zwischengespräch mal so erzählt, du hast dich ja schon lange, und als noch niemand das auf dem Schirm hatte, um diese Zusammenhänge von Erregung oder allem, was damit zu tun hat, und Information gekümmert. Also wie ist die, und das scheint ja irgendwie auch was in eine Veränderung geraten zu sein, dass die Information an der Erregung andockt, kann man das so sagen? Ja. Und dann, das heißt also, das nutzt oder wie? Das Treibmittel ist die Erregung für die Information. Ja. Und heute, oder schon seit langem, wird ja darüber geredet, nicht mehr Informationen sind erforderlich, sondern wie kann ich Informationen entsorgen? Das heißt, mich nicht mehr einer Vielfalt von Informationen aussetzen, dann würde sich auch ein Stück die Erregung reduzieren. Aber heute haben wir dann TikTok. Ich kenne auch die Zeit, wo gesagt wurde im Rundfunk, ein Beitrag darf nicht mehr als 3 Minuten 20 Sekunden sein. Heute bei TikTok wird die Aufmerksamkeitsspanne in 2 Sekunden gemessen und als bedeutungsvoll bewertet. Das heißt, das ist ja nur Erregung. Ich rede nicht gegen die Medien oder gegen Social Media, überhaupt nicht, überhaupt keine Frage. Aber die Frage ist ja, wie gehe ich damit um? Das finde ich ja bei deinem ganzen Ansatz, in den ganzen Gesprächen, die wir hatten und in deinen Publikationen so spannend. Das eine oder andere kann man daraus folgern in Bezug auf Bewertung dessen, was man politisch erlebt oder wo man sich politisch verortet. Aber das Interessante ist eigentlich ich nenne es jetzt mal so, wie der Fritz Simon immer ganz kurz über die Systemtheorie auch sagt, die Abstraktheit des Ansatzes, die dann so konkret gefüllt wird, dass man erstmal seine Brille putzt sozusagen. Oder wie hast du es unlängst mal gesagt, dass man... Ja, die Dioptrien, die müssen stimmen. Wenn ich falsche Dioptrien habe, da kann ich nicht gucken. Ganz einfach. Ja, also Körperleser als Dioptrienhelfer. Ja, ja, und so verstehe ich auch mein Buch, das letzte Buch. Das ist eine Einladung in eine Wahrnehmungsschule. Ja. Damit die Dioptrienzahl stimmt, justiert wird, was ich nachher mir ansehe und wie ich darauf gucke und wie ich das bewerte, das ist deine Entscheidung. Die kann dir niemand nehmen, die kann ich dir auch nicht vorsagen, will ich auch nicht. Aber allemal ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie bewusster und stabiler ausfällt, dioptrienabhängig. Das Bild nehme ich jetzt mit, das finde ich halt. Und letztendlich, Schlusswort wäre für mich heute, Politik müsste mehr Geburtshelfer sein. Politik müsste mehr Geburtshelfer sein. Den nehmen wir auch noch mit. Vielen Dank. Danke dir, Uli, für das Gespräch und für die wieder schöne Begegnung. Bis dann, ne? Bis dann.